Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Seit 1990 begehen wir am 1. Oktober den Internationalen Tag der älteren Menschen, den die UNO eingeführt hat. Im Oktober wird der 7. Altenbericht vorgelegt. Das ist nun tatsächlich schon der 7. Der wird im Kabinett beraten und der wird den Titel haben: Sorge und Mitverantwortung in der Kommune, Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften. Mit diesem Bericht werden wir uns ja natürlich hier auch im Plenum zu gegebener Zeit befassen. Im Vorfeld der Debatte zum 7. Altenbericht geht es heute um den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Partizipation und Selbstbestimmung älterer Menschen stärken. Bei der Lektüre des Antrages könnte man allerdings den Eindruck gewinnen, in den letzten Jahren hätte sich in der Seniorenpolitik des Bundesministeriums nichts getan. Dem ist aber nun bei weitem nicht so. Wir wissen ganz genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir bereits im 5. Altenbericht Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft, der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen, die Potenziale älterer Menschen in den Fokus genommen haben. Damals wurden in den Bereichen Erwerbsarbeit, Bildung, Einkommenslage, Seniorenwirtschaft, Familie und private Netzwerke, Engagement und Teilhabe viele Potenziale untersucht und auch die entsprechenden Handlungsempfehlungen gegeben. Viele von diesen Handlungsempfehlungen sind mittlerweile umgesetzt. Ich nenne nur beispielhaft das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, die Weiterentwicklung des Programms Mehrgenerationenhäuser und den Ausbau des Bundesfreiwilligendienstes. Solche gesellschaftspolitischen Meilensteine sind Teil der Erfolgsgeschichte unserer Koalition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute bestimmt für uns überhaupt bestimmt der Mensch zunächst einmal auch in seinem Alter selbstständig, was für eine Lebensqualität er sich vorstellt. Ältere Menschen leben möglichst lange selbstbestimmt im vertrauenden Umfeld. Und wenn sie auch mal gegebenenfalls hilfebedürftig werden, dann müssen wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Die Maßnahmen und verschiedene Programme sind ja bereits in die Wege geleitet. Man hat gerade vorher, die Kollegin hat ja das erwähnt, das Programm der KfW und so weiter. Da gibt es ja noch mehrere. Und ich meine, da sind wir dann mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Meine Damen und Herren, erst seit Anfang der 80er Jahre wird der Eintritt in die Rente auch als Eintritt in eine neue, interessante Lebensphase gesehen. Und diese Lebensphase sollte auch noch neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Wenn man heute aus dem Berufsleben ausscheidet, hat man oft noch ein Viertel, manchmal sogar noch ein Drittel seines Lebens vor sich. Und häufig, Gott sei Dank, auch bei guter Gesundheit. Gleichwohl hat das Alter viele Gesichter. Es gibt auf der einen Seite Hilfebedürftige, es gibt aber auf der anderen Seite auch viele Gleichaltrige, die hochkompetent sind. Dieses Potenzialreservoir ist sehr wichtig und vielseitig. Und die Älteren haben auch einen Erfahrungsschatz, den wir nicht missen wollen. Die Erfahrung der Älteren gepaart mit dem Wagemut der Jüngeren, das gibt eine gesunde Mischung. Noch nie waren ältere Menschen so fit wie heutzutage. Altern heißt mehr denn je, Pläne schmieden, umsetzen, gewonnene Lebensjahre nutzen, mit Leben und Sinn erfüllen. Wir brauchen daher ein neues Verhältnis für das Leben im Alter, das rüstige Senioren genauso wie hilfebedürftige Menschen im Fokus hat. Beide Facetten gehören zum Betrachten der Lebenswirklichkeit. Ich bleibe dabei, meine Damen und Herren. Es wird zunehmend wichtiger, dass wir die Potenziale des Alters nutzen. Ältere Menschen sollten noch bessere Perspektiven bekommen. Wir sollten sie wissen lassen, dass wir sie schätzen und brauchen.
Aus diesem Grund hat sich die Koalition, zunächst einmal haben wir sie in der Fraktion beraten, und dann mit der Mittelstandsvereinigung haben wir da nun auch etwas länger gebraucht. Aber jetzt hat sich die Koalition ja auf die Flexirente geeinigt. Die Flexirente haben wir ja heute Mittag in erster Lesung beraten. Und hier, meine Damen und Herren, da muss ich sagen, da ist jetzt auch das erfüllt, was wir immer anvisiert haben, zumindest mal längeres Arbeiten muss sich lohnen, auch für den Arbeitnehmer. Und es ist mit ein Schritt, die drohende Altersarmut zu bekämpfen. Wer neben der Rente arbeitet, kann künftig ja seine späteren Rentenansprüche, seine Entgeltpunkte aufbessern. Zudem lässt sich der Übergang von Arbeit in Ruhestand fließender und individueller gestalten. Die Flexirente schafft damit einen Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. So werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft auch die Möglichkeit haben, Teilzeit- und Teilrentenbezug leichter zu kombinieren. Anstatt sich ganz aus dem Arbeitsleben zu verabschieden, können Arbeitnehmer in Teilrente weiterarbeiten und so in den Ruhestand ausgleiten. Alle Versicherten, und das ist auch ein Riesenfortschritt, alle Versicherten werden künftig gezielt darüber informiert, welche Gestaltungsmöglichkeiten es für den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gibt. Ich meine, das ist nun auch eine Transparenz, die überfällig war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag von Seiten der Grünen, der vorgelegte Antrag, enthält zwar einige gute Ansätze, das reicht aber nicht, und vor allen Dingen immer mehr zu fordern, das ist ein bisschen einfach. Alles, was wir fordern und durchsetzen wollen, muss auch solide finanziert werden. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Jörn Wunderlich für die Fraktion Die Linke das Wort.